kann ich meine Aufgabe zu Ende machen? Hey! Ich bin immer so eine Müllrolle, so nichts Systemrelevantes. Ich bin schon wieder Crewmate, Digga. Ich. So, Unge, jetzt erklär bitte einmal die Rollen, okay? Okay, also ihr seht unten die neuen Rollen. Das sind nämlich insgesamt 4 neue. Medic, Officer, Engineer und Joker. Der Joker ist, wir fangen einfach mit dem mal an, der ist quasi gegen beide. Der ist gegen die Imposter und auch gegen die Crew. Und zwar ist der Joker, hat er verloren, wenn die Crew gewinnt, und er hat auch verloren, wenn die Imposter gewinnt. Der gewinnt nur, wenn er rausgeholt wird. Das heißt, er versucht so reinzutrollen, dass er einfach rausfliegt. Wenn er rausfliegt, hat er gewonnen, alle anderen verloren. Imposter verloren, Crew verloren. Das bin ja ich. So, dann gibt es den Engineer. Der Engineer ist meiner Meinung nach der overpoweredste neue Char, die neue Rolle. Denn der Engineer kann die Vents benutzen, die normalerweise nur Imposter benutzen können. Der Engineer ist ein ganz normaler Crewmate, der muss auch Aufgaben machen, der kann auch sterben durch die Imposter und der gewinnt, wenn die Crew gewinnt, aber er kann die Vents benutzen. Und dadurch, dass er Vents benutzen kann, kannst du sozusagen in den Vents beobachten, ob jemand in die Vents reinspringt, also Imposter sozusagen entlarven. Du kannst schnell reisen, aber es könnte natürlich auch die Crew denken, dass du Imposter bist, weil du in Vent reingesprungen bist. ETC, ETC. Das heißt, ganz wichtig für die Imposter, der Engineer ist wie eine zweite Überwachungskamera, der bei jedem Vent sein könnte, aber man weiß nicht, wo er ist. Das heißt, wenn du irgendwo reinspringst, als Imposter, rechne immer damit, es könnte ein Engineer drin sein. Boah, und kritisch. Dann bist du am Arsch. Und der ist unsichtbar? Nee, also wenn der im Vent ist, ja, aber du kannst als Imposter, wenn der Engineer gerade an dem Lüftungsschacht ist, wo du dran stehst und der ist da unten, kannst du ihn aus dem Lüftungsschacht rauskillen. Der Engineer hat noch eine extra Fähigkeit, der kann einmal instant eine Sabotage fixen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Licht aus ist und du möchtest jetzt nicht zum Licht rennen, machst einfach, drückst den extra Button, Engineer fix, und dann ist sofort gefixt, kannst du Button drücken zum Beispiel im Notfall. Dann gibt's den Officer. Der Officer ist wie der Sheriff, falls ihr die Sheriff-Mod schon mal gespielt habt. Der kann einfach, also er kann auch killen, so wie ein Imposter. Nur, wenn er einen Crewmate killt oder versucht zu killen, stirbt er selbst. Wenn er einen Imposter killt, klappt der Kill und dann kann er sagen, oh, ich habe mir Post erwischt. Aber wenn er den Joker versucht zu killen, killt er ihn auch. Das heißt, er weiß nicht, habe ich jetzt den Joker gekillt oder habe ich den Imposter gekillt. Aber sehr interessant. Und dann gibt es noch den Medic. Der Medic ist eine sehr interessante Klasse. Boah, Junge, Alter. Digga, ich werde gleich zu meinem TJ. Kommt nur noch drei. Kommt das im Test vor? Muss das notieren? Oder? Der Medic kann jemandem ein Schild geben. Das heißt, wenn ihr Gefühl habt, ihr seid, das ist ein sicherer Typ, dann gibt ihr ein Schild. Schaffen wir easy. Ich werde immer Crewmate, deshalb ist es scheißegal. Digga, jetzt bin ich dummer Joker oder was? Ich muss einfach so tun, als würde ich Tast richtig schnell faken, oder? Darum geht's, glaube ich. Geilste Rolle, das ist saudumm. Oh, das war aber schneller Kill. Aha. Oh, ja. Rezo, das war ja jetzt dumm. Junge, really? Du pullst really? Okay, ich war mit Rezo im Alter. Lab, hab niemand anderen gesehen. Ich wollte erstmal gucken. Du hast niemand anderen gesehen? Da bin ich mir das sicher. Das ist aber weird. Bart stand neben dir. Du hast niemanden angesehen. Bist du sicher, dass du niemanden anderen gesehen hast? Ja, Bart war da. Ja, der lag dann halt irgendwann. Ach so, der war doch da. Ach so, okay. Nein, okay. ich hab ihn am Ende gesehen. Ich hab den wirklich gesehen. Ja, auf jeden Fall, ich geh runter. Guck mal, so vielleicht, ich lass Rezo nochmal alleine. Geh wieder hoch und dann liegt der Bart halt. Ich habe Rezo nur 5 Sekunden alleine gelassen. Okay, warte, also deine Aussage ist, du hast ihn nur am Ende gesehen, als er tot war. Kann auch sein, dass er davor irgendwo rumgelaufen ist, aber spielt ja nicht zur Sache. TJ, du hast nur Rezo gesehen. Also kann sein, dass Bart auch im Lab war, aber ich habe auf jeden Fall Rezo genau dort zurückgelassen. Ja, 50, ich würde beides fast behalten und einfach beide zur Not nachher rausgehen. Ich blick überhaupt hier gar nicht gerade durch. Der Officer tötet Rezo gleich. Verstehe hier absolut nichts. Kann ich denn sterben als Joker? Nee, oder? Bin ich unsterblich? Ich wusste es. Man darf doch sagen, welche Rolle man hat, oder? Klar, natürlich. Ja, weil ich bin Officer und habe Rezo gerade getötet. Ja, nice. Ja, aber der könnte ja auch dieses Joker-Ding sein, oder nicht? Nee, Joker kann auf keinen Fall sein, wenn er wirklich Rezo getötet hat. Hat jemand TJ und Rezo irgendwo gesehen? Jetzt wäre er auch Imposter sein, ne? Stimmt, TJ könnte halt auch Imposter sein jetzt, oder? Ich würde ihn nicht rausvoten. Ja, er könnte Imposter sein. Ich würde ihn trotzdem nicht rausvoten. Also ich glaube TJ, weil das schon eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, die für ihn spricht. Aber ich würde trotzdem meine Hand nicht fürs Feuer legen, weil mit Rezo TJ, das war gerade schon sehr... Nee, das Ding ist der Welpenschutz weg. Rezo war es zu 100% aus meiner Sicht. Es waren ja nur 3 Punkte da, ich war es nicht. Deswegen musste es ja sein. Und ich bin ja Officer, deswegen wollte ich gerade gucken. Ich glaube das TJ. Ich glaub ihm das. Mann, wie verhält man sich denn sus? Ich würde gerne einen Dead Body irgendwo finden. Ich würde trotzdem, also Crewmates sollten, glaube ich, trotzdem jetzt TJ raushauen und danach Sinn. Ich habe fast die ganze Runde ein Alibi. Bei 6 können wir das aber easy machen. Ich kann mir das aber bei TJ gut vorstellen, weil er eben auch ein Specimen mir so weird hinterhergesneakt ist. Okay, da wollten 2 gegen mich. Ich glaube, es sind sogar noch 2 Imposter drin. Nee, ich glaube, TJ ist einer der beiden Imposter.
Also theoretisch. Wir können skippen. Also skippen ist auf jeden Fall die sinnvolle Entscheidung. Oh mein Gott. Leute. What? Ihr habt verloren. Wenn's falsch ist. Sag ich doch! Ja! Das war einfach Ich war doch so geil sus. Ich war Joker, ich war so sus. Keiner hat's gecheckt. Ich hab die ganze Zeit Task gefaked. Und Unge bringt mich um. What the fuck? Ich stand auf einer Leiche drauf, Digga. Ich stand auf einer Leiche drauf. Ich gehe von der Leiche weg. Mich sieht jemand. Keiner votet nicht. Was? Oh, was soll ich denn machen? Ey, viel Spaß bei der nächsten Runde. Check, check. Och, Digga, nicht schon wieder dreckige Crewmate belehrt. Ich hasse es, ich hasse es. Kann mich bitte jemand direkt umbringen, Alter? Crewmate ist nämlich die beschissene Rolle, die man haben kann. Mann, ich hasse das Crewmate sein. Ich finde das so bekackt, Alter. Ey, schon wieder Imposter. Digga, jetzt geht schon wieder dieser... Guck mal, es gibt jetzt neun verschiedene Rollen hier. Es gibt neun verschiedene Rollen. Es gibt neun verschiedene Rollen. Ich werde immer wieder Crewmate. Dieses Dreckspiel, es gönnt einfach nie. Es gönnt einfach nie. Dieses Spiel gönnt nicht. Wie kann das denn sein? Wie kann das sein? Das ist... Es gibt 10 Rollen. 0 davon sind Crewmate und ich werde trotzdem Crewmate. Irgendwann später. Hey, mein erster Win. Wie geil. Was bin ich jetzt, Medic Blaird? Was muss ich jetzt machen? Habe ich auch Tasks? Ich habe auch Tasks. Was für ein dummer Dreckstag, wirklich. Jetzt ist auch schon wirklich vor... Oh, Digga, jetzt wird der direkt hier... Okay, das ging schnell. Oh mein Gott. Also, der Killer muss wissen, dass Caruso ein sehr guter Spieler ist, dass man ihn direkt aus dem Weg räumen muss. Für den Kill sind relativ sass... Also, die sassesten Tim Horus und ich. Gar nicht. Wir sind beide clear. Wir haben die Tür aufgemacht. Ja, ja, er will sich selber sassen, weil er Joker ist. Ich habe Rezo beschützt. Jetzt unsere politische Zukunft. Let's go. Wisst ihr, ob ich nicht wollte? Kann ich meine Aufgabe machen? Falls ihr das Schild noch habt, lieber Medic, wäre es nice, mich zu schilden, ohne jetzt zu sagen, wer es ist. Wenn nicht, dann ist auch egal. Aber ich bin jetzt auf der Abschlussliste. Oh, ich will endlich. Digga, ich laufe jetzt das dritte Mal darunter. Wenn jetzt einer diesen dummen Knopf drückt oder mich umbringt, dann mache ich den Stream aus, wirklich. Ich versuche jetzt zum dritten Mal diese Specimen-Samen-Schleuderraum hier reinzukommen, damit ich meine dämlichen Drecksbauklötze in diese Schwanzbox einsortieren kann. Hey! Simon hat, glaube ich, aus. Ich spiele gar nicht mehr mit, oder? TJ voten, bitte. Ey, Randy, du kannst gerne was sagen. Dann hol mich. Ja, perfekt, machen wir so. Nee, ich habe Rezo eben ein Schild gegeben. War dumm, was ich gesagt habe. Nee, ich halt lieber das Maul. Du hast dir ein Schild gegeben? Nee, nee, finde ich gut. Die Strategie ist nice. Warum hat das noch niemand vorher gemacht? Ich habe Rezo eben ein Schild gegeben, weil der stand da so alleine rum. Das ist so lieb von dir. Ja. Aber Herr Rezo hat es nicht mal erwähnt. Ist schade. Junge, 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 Junge. Ich brauche jetzt meine vernünftige Rolle hier, Digga. Ich muss mal irgendwas machen, Alter. Ich bin immer so eine Müllrolle, so nichts Systemrelevantes. Medic. Es bringt ja auch nichts. Bin Crewmate, bringt mich um. Bin Crewmate. Bin schon wieder Crewmate, Digga. Ich... Oh, Digga, ich krieg hier Zittern, Schock krieg ich hier vom ganzen Körper, ey. Einmal Medic, zweimal Crewmate, einmal Joker, bra. Und dann hat mich keiner beachtet. Oh, Mann. Ich will nicht mehr. Oh, nein. Ich war gerade mit Unge beim Lichtfixen. Ist doch niemand gestorben. Licht wurde nicht gefixt, sondern es wurde die ganze Zeit an den Schaltern rumgespielt. Ja. Reval und ich waren dann beide da. Ich wollte nämlich weglaufen, weil ich Angst hatte, dass ich abgestorben werde. Ich hab das Engineer gefixt. Aber... Ja, also Engineer, ich wollte nur gucken, ob Reval wirklich Engineer ist und der hat es dann gefixt. Also er hat es dann wirklich gefixt. Aber es kann auch sein, dass Unge vielleicht Jester ist und deswegen gerade so rumgetrollt hat. In dem Wissen, dass ich das dann reporten werde und wir ihn dann als zweiten Imposter voten. Mhm. Deshalb würde ich sagen, würde hier nicht voten wir TJ. Bei 5, ja. Oh, Rezo ist Oh, ja gut, das... Deshalb sage ich mal TJ, weil TJ hasst seinen alten Chef. Ich denke, es ist TJ, weil TJ wahrscheinlich gewählt ist und die gleiche gekillt hat. Ich wollte auch TJ. Ich habe aber Revi gerade vor 10 Sekunden gesehen. Ich habe danke, Revi. Danke, Revi. Nee, ich glaube, dass Simon da sagt, das macht schon Sinn. Und das war der Win. Interessant. Okay. Wenn er jetzt in die Lava fällt, dann wissen wir das Ergebnis. Klar, so funktioniert das Spiel. Und da haben wir es. Schön gespielt.